Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven und ich möchte euch heute ein bisschen über die verschiedenen Hauptversammlungen erzählen, die ich im Jahr 2019 besucht habe. Dann springen wir doch auch mal direkt rein. Eine der Unternehmen, bei denen ich auf der Hauptversammlung war, war Fresenius. Diese Veranstaltung hat stattgefunden im Kongresscenter in Frankfurt am Main. War für mich persönlich sehr, sehr interessant, was man dazu sagen kann, neben den ganzen Zahlen etc. Aus meiner Perspektive die edelste Veranstaltung, vom Altersschnitt her tatsächlich die jüngsten von den drei Veranstaltungen, die ich tatsächlich selbst besucht habe. Dort war das Mittagessen tatsächlich das Beste. Das Frühstück war bei einer anderen Firma das Beste. Wo war ich noch? Ich war bei der Merck KGaA. Diese Veranstaltung hat in der Jahrhunderthalle Frankfurt stattgefunden. Dort war tatsächlich das Frühstück das Beste. Die Veranstaltung war sehr von, ich sag mal, sehr vielen alten Menschen geprägt. Also es war auch die Veranstaltung, an dem der Altersschnitt, ich würde mal, wenn ich jetzt schätzen müsste, so Ü60 schätzen, war mit einer anderen Person tatsächlich mit Abstand, waren wir die Jüngsten dort auf der Veranstaltung. Gut, war eben so. Insgesamt kann man sagen, dass auf allen drei Veranstaltungen, also in der nächsten war ich dann noch auf SAP, also das waren die drei, die ich mir tatsächlich dieses Jahr angeschaut habe, die auch bei mir in der Umgebung sind. Das war, ja, war, wie man hier schön unschwer erkennen kann, in der SAP-Arena dieses Jahr oder wahrscheinlich auch in den letzten Jahren, aber das war mein erstes Jahr, wo ich dabei war und es waren auch meine allerersten drei Hauptversammlungen, die ich besucht habe. Was kann ich dazu sagen? SAP war aus meiner Perspektive tatsächlich eher eine Massenveranstaltung, also es waren deutlich mehr Personen vor Ort, war oder ist natürlich auch gemessen an der Marktkapitalisierung die größte der drei Firmen in Deutschland. Man ist dort schnell mit den Mitarbeitern ins Gespräch gekommen. Bei Merck hatte man das gar nicht so sehr, fand ich. Die hatten zwar auch ein paar Ständchen, aber da war SAP meiner Meinung nach am offensten. Bei Fresenius habe ich gar nicht so viele Mitarbeiter tatsächlich wahrgenommen, die sich dann auch irgendwie unter die Gäste gemischt haben. Also es ist ganz unterschiedlich und SAP war der Altersschnitt tatsächlich auch ähnlich wie bei Fresenius, aber die Leute waren etwas lockerer gekleidet und Fresenius war dann doch gefühlt eher etwas gehobener. Unabhängig davon kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, an einer Hauptversammlung teilzunehmen von eurem Unternehmen, macht das auf jeden Fall. Weil das eine ist, man liest sich bestimmte Dinge durch, man informiert sich über ein Unternehmen etc. Aber wenn der Vorstandsvorsitzende über das Jahr berichtet und man live dabei ist und auch so die gesamte Kultur wahrnimmt, dann ist es doch nochmal, es ist einfach was anderes. Man kommt mit Mitarbeitern mal mehr, mal weniger ins Gespräch, man kann ein bisschen fühlen, was macht das Unternehmen. Und man lernt oder merkt dort auch wieder, ich habe hier keinen Anteil von irgendeiner digitalen Währung, ich habe hier keinen Anteil irgendein so ein Papier oder sowas, sondern unabhängig von meinen Anteilshöhen bin ich an einem Unternehmen beteiligt. An diesem Unternehmen, in diesem Unternehmen arbeiten Menschen, dieses Unternehmen erwirtschaftet im besten Fall Gewinne, dieses Unternehmen erstellt Produkte. Dieses Unternehmen gestaltet zum einen die Zukunft von Deutschland, aber auch vielleicht die Zukunft der Welt weiter mit. Und da so hautnah dabei zu sein und das so ein bisschen anzufassen, ist natürlich ein großartiges Ereignis aus meiner Perspektive. Natürlich wird es manchmal auch ein bisschen zäh, wenn der ein oder andere Privatanleger dann eine gänzlich bescheuerte Frage stellt. Das kommt auch ab und zu mal vor, aber da muss man dann eben durch. Vor allem die Fragen der Kapitalschutzvereine finde ich immer super gut und super interessant und auch die Antworten des Vorstandes darauf, weil oft kann man diese Dinge eben dann auch nicht im Internet nachverfolgen, also die Rede des Vorstandsvorsitzenden bei den meisten Firmen mittlerweile schon, aber diese Fragerunden kann man dann eben nicht mitverfolgen. Und sobald man ja auch eine Aktie besitzt und eben berechtigt ist, an dieser Hauptversammlung teilzunehmen, darf man theoretisch auch das Wort ergreifen, du musst vorher zu einem Wortmeldetisch, das dann sich kurz dort anmelden, eventuell die Frage auch schriftlich dann einreichen, dann darf man die nochmal mündlich wiederholen und dann hat man das Anrecht darauf, dass diese Frage, je nachdem, was das Unternehmen auch preisgeben darf in dieser Runde, darauf eben zu antworten. Das ist schon ein cooles Erlebnis. Man fühlt sich als Teil von etwas und man teilt eben auch, deswegen kommt man so leicht mit anderen Leuten ins Gespräch, eben
die Tatsache, dass man in diesem Unternehmen investiert ist, dass man Interesse an diesem Unternehmen hat. Und ich finde das einfach was Großartiges. Neben den Speisen, die es dort gibt, auch den Getränken, gab es immer irgendwelche Gimmicks. War auch ganz nett. Was für mich natürlich auch wichtig ist, dass das Unternehmen langfristig gut wirtschaftet und dass es dann jetzt dann in den nächsten 2, 3 Tagen dann auch endlich die Dividenden geben wird von zumindest SAP und Fresenius. Von Merck habe ich die schon erhalten. Und das motiviert dann nochmal zusätzlich. Ich finde, man ist nach diesen Veranstaltungen nochmal irgendwie total gehypt und sagt, ja cool, ich bin ein Teil des Ganzen. Das Unternehmen hat gute Arbeit geleistet, natürlich mal mehr, weil weniger, kommt auf das Unternehmen drauf an. Ist aber eine tolle Sache und wenn ihr, wie gesagt, die Möglichkeit habt, ihr solltet es zumindest einmal mitmachen und danach für euch entscheiden, will ich mir das öfters antun oder eben auch nicht. Das war nochmal so meine Zusammenfassung zu diesen drei Hauptversammlungen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Sven.